Isarun tritt derweil in den Warteraum, wo mittlerweile nur noch Ömer sitzt und blickt ihn auffordernd an. Ja, Ömer. Ihr seid Ömer? Ja, woher wisst ihr das? Ich habe bereits mit euren Gefährten gesprochen, wie ihr vielleicht mitbekommen habt. Ah ja. Ja. Mhm. Wenn ihr mir bitte folgen wollt. Hier vorne links, nehmt Platz. Man verneigt sich einmal jetzt vor dir, bevor man sich hinsetzt, und dann setzt man sich erst. Fürs Protokoll, euer Name bitte. Mein jetziger Name, mein Geburtsname ist Ömer Ibn Hamil. In Yolgomak hatte ich zwei verschiedene Decknamen. Dort habe ich mich einmal Abdulon genannt. Das interessiert mich jetzt nicht wirklich, was für Namen ihr in dieser verderbten Stadt angenommen habt. Bitte erzählt mir doch, was ihr mit eurer Gefolgschaft hier macht, wie ihr in die Gefolgschaft des Ritters gekommen seid. Ich bin damals in Kuntium angeheuert worden als Koch, als Jalan von Greifenmund der Archenkapitän auf einer Dämonenarche war. Bitte und was? Soll ich das wiederholen? War das irgendwie nicht deutlich? Gerne. Also, ich bin damals in Kuntium gewesen. Da bin ich auch mein ganzes Leben lang eigentlich gewesen, bis zu dem Zeitpunkt, das war etwa, ich weiß es nicht, glaube ich, ungefähr anderthalb Götterläufen muss das gewesen sein. Und der Ritter Jalan, der derzeitige Archenkapitän an der Dämonenarche, hat mich dann angeheuert, genauso wie ganz viele andere Söldner. Ich sollte als Koch mitkommen. Und dann bin ich zu dem Zeitpunkt als Koch mitgekommen. Und hatte dann so ein bisschen innerhalb der Mannschaft rumgefragt, wer denn der Kapitän ist. Und man sagte man mir, ja hier, der ist der Kapitän der Dämonenarche. Und angeblich ist es hier der Kampf gegen das Böse. Wir hatten auch einige Geweihte an Bord. Inklusive einem Rondra-Geweihten, der aber leider einen Kampf nicht überlebt hat. Aber das ist jetzt eine ganz andere Sache. Ich verdammt, das habe ich nie kennengelernt. Das Ganze war dann so, dass die Mannschaft gesagt hat, dass er eben zu dem Zeitpunkt Paktierer ist, aber naja, ich weiß es nicht, ich konnte mir davon kein Bild machen, ich weiß nicht genau, was Paktierer sind, wie die aussehen. Ich habe nochmal welche gesehen, die hatten Tentakel anstatt Arme, das waren bestimmt Paktierer, das hat mir zumindest unser Weißmagier Abel mir versichert. Isarun hört kurz mal auf zu schreiben, lehnt sich zurück und fixiert dich mit einem starren Blick. Du siehst, wie sich ihre Kiefermuskeln anspannen. Du kriegst auch so langsam Kopfschmerzen. Deine Vene pocht da so ein bisschen. Auf jeden Fall waren wir auf dem Schiff, da hat er mich damals angeheuert. Dann hatten wir noch ein paar Kämpfe. Wir hatten fast diesen Dämonensplitter des Charybdochrot in die Finger bekommen, aber haben ihn dann doch wieder verloren an Darum Palligan. Und dann kommt so ein Jahr Sprung und dann sind wir jetzt hier in Gareth. Herr Sünde, gib mir Kraft. Ich danke euch für diesen ausführlichen Bericht. Wenn es euch nichts ausmacht, würde ich die Schreiber anweisen, euch dabei behilflich zu sein, einen ausführlichen Bericht darüber zu schreiben. Ich bin mir sicher, dass es einige Stellen sehr interessieren wird. Klar, kein Thema. Hervorragend. Dann würde ich euch noch gerne zu euren weiteren Plänen befragen, was ihr hier in Perrainefurten zu tun gedenkt. Was eure weiteren Reisepläne möglicherweise sein sollten? Da ich ja für zwei Herren arbeite, für Jalan Greifenmund von Schnattermoor und für... Ich arbeite für Jalan Greifenmund von Schnattermoor natürlich nur. Und dort ist das Ziel, ihm jetzt weiter zu folgen. Wir wollten jetzt wahrscheinlich nach Gareth, nehme ich an, aber ich bin mir nicht ganz sicher, was der Hohe Herr befehlen wird. Gareth. Sehr schön, sehr schön. Gut, der Vollständigkeit halber, hattet ihr direkten Kontakt mit dämonischen Artefakten, Energien, Daimoniden, Dämonen selbst? Könnt ihr mir da eine Kurzauffrischung geben, was genau wie ist und bedeutet und woran man das erkennt? Über Redenprobe Lügen, du weißt wohl am besten über Dämonen Bescheid. Äußerschwert um 3, weil Tulamide. Doppel 1 geht immer. Ja, Ömer hat überhaupt keine Ahnung von Dämonen. Du erkennst auch, wenn ihm die Nase läuft oder so, erkennst du auch, dass er einfach dann sozusagen in den Ärmel hineinrotzt. So typische SO1-2-3-Taktik von dem Abschaum der Gesellschaft.
Isarun guckt tatsächlich ein bisschen pikiert, als da der Schnodder im Ärmel landet. Er stinkt auch besonders, dieser Römer. Ist eine echt widerliche Kreatur. Na, was will man denn schon an Tulamiden auch halten? Ja, sehr schön. Irgendetwas, was euch ein widernatürliches Gefühl gegeben hat. Ein verderbtes Gefühl, das nicht den Göttern gefällig ist. Ja, natürlich. Da gab es zwei oder dreimal ist es passiert. Ja, genau. Also früher schon einmal und dann jetzt dort nochmal. Ja, bitte führt das näher aus. Welches? Das jetzige oder das frühere oder alles? Das jetzige, bitte. Nur. Das jetzige. Dieser Typ, der sich selbst jetzt hier Dämonenkaiser, glaube ich, nennt, Galotta, ist aufgetaucht. Und dann waren Stimmen in meinem Kopf zu hören. Er saß aber, weiß ich nicht, bestimmt 150, 200 Schritt weit weg auf dieser Tribüne. Und diese komische Krone, die er da auf dem Kopf trägt, die hat irgendwie komische Geräusche in meinem Kopf verursacht. Das war wie damals mit dem Splitter. Isarun schreibt und murmelt dabei Stimmen im Kopf. Ja, als er aber wieder außer der Sicht war, war das alles wieder okay. Und dann habe ich noch, glaube ich, irgendwas an Stimmen gehört, als wir diesen Stab, dieser Stab der 1000 Augen da hier gefunden hatten. Vor allem, als er da auf dem Boden lag, direkt neben mir, als Yalan ihn angefasst hatte und dann einfach umgekippt ist. Ja. Und deine Hand sich irgendwie golden mitverfärbt hat oder so. Deine schwarze Hand. Du liebe Güte. Das wird ein Papierstapel. Sehr schön, Herr Ibn Hamil. Ich denke, wir sind mit unserer Befragung am Ende. Trotzdem muss ich euch bitten, noch mit den Bahnstrahlern mitzugehen. Selbstverständlich wird eine gründliche Untersuchung auf Paktmale und dergleichen durchgeführt. Des Weiteren möchte ich euch empfehlen, euch mit Schwester Itilia von den Neoniten einmal zusammenzusetzen. Ich werde sie hier zur Wachstube schicken. Ich bräuchte noch einen Kontakt vorher, dem etwas gegeben werden muss aus meinem Besitz. Ein Kontakt? Ja, ein Traviergeweihter oder eine Traviergeweihte oder ein Traviergeweihtenpaar. Selbstverständlich gibt es hier Travia-Geweihte. Immerhin sind wir in der Stadt der drei heiligen Schwestern. Genau, denn ich habe bei diesem Turnier mitgemacht, beim Bogenschießen. Und ich habe zufälligerweise wohl gewonnen. Und dort hat mir dann ein gewisses bösartiges Subjekt namens Torxus von Freigeist. Freigeist? Ja. Hat mir dann Travia-Gänsekiel übergeben, die er angeblich einem Mann getötet hat, der Aldigor von Streitzig heißt, abgenommen hat. Und das würde ich ganz gerne der Travia-Kirche übergeben, sofern ihr das untersucht habt und festgestellt habt, dass das nicht mehr bösartig ist. Ja, ein löbliches Vorgehen, das muss ich zugeben. Wir werden es so machen, ihr werdet mit den Bahnstrahlern mitgehen. Derweil lasse ich nach der Travia-Kirche schicken. Diese werden jemanden vorbeischicken. Gut, nur dass ihr das vorher untersucht, weil ich weiß nicht genau, ob das nicht vielleicht jetzt hier dämonisch verzaubert ist, nur darauf wartet, dass das einen Preisgeweihten übergangen wird und dann passieren schlimme Dinge oder so. Das möchte ich nicht. Selbstverständlich. Ihr werdet natürlich die Bandstrahler, die euer Gepäck untersuchen, darauf hinweisen. Und wir werden es dann untersuchen. Gut. Ich hatte überlegt, dass das nämlich... Oh, und wie gesagt, dem einzigen, den ich aus der Gruppe nicht traue, ist dieser Iolaos. Ich weiß nicht, der benimmt sich immer komisch und er hat beim Turnier nicht mitgemacht und eigentlich hat er, finde ich, so gut wie, also er hat eigentlich irgendwie gar nichts gemacht, um die Mission gelingen zu lassen und am Ende wurden wir verraten und er macht mir so einen komischen, hinterhältigen Eindruck und ich bin mir nicht ganz sicher, ob er uns nicht verraten hat und wenn sich die Chance ergeben hätte, dich im Feind angeschlossen hätte, aber möglich. Ich verstehe. Nun, das wird alles in unserem Bericht vermerkt. Ich hoffe mal, Lügen, weil das eine spezielle Lüge ist, habe ich 20 Punkte übrig. Das ist richtig, das ist eine Lüge. Und bedient jetzt nur der Befriedigung deiner Rachsucht. Ja, keine Chance. Also das, was die Zwerge wohl gesagt haben, scheint sich zu bewahrheiten. Dieser Ömer scheint echt ein widerlicher Geselle zu sein, aber er sagt die Wahrheit.
ja, Herz am rechten Fleck und ja. Wird ausgenutzt über von den hohen Geruch. Herren. Ja, da kann man einem ja fast ein bisschen leid tun. Ja, Isarun schaut dich tatsächlich auch mit so ein bisschen Mitleid an, so von wegen, ach je, der arme, einfache Kerl, wurde da einfach mitgezogen, weiß überhaupt nicht, wie es ihm geschieht. Na, für den legen wir mal ein gutes Wort bei den Travia-Leuten ein. Ja, wir sind hier soweit fertig, wenn ihr mir folgen wollt. Die Bannstrahler warten bereits und wie gesagt, ich lasse nach der Travia-Kirche schicken. Danke, danke. Verneigt immer sich nochmal vor dir zum Abschied, typisch thulamidisch, und weiß dann, nimmt dann den Platz, den Weg ein, den du ihm weißt. Ja, Ömer wird bei den Bannstrahlern abgeliefert und darf sich dann auch der Untersuchung unterziehen. Ja, die Gänsekiele werden, wenn Ömer das so möchte, beziehungsweise wenn Isarun das so möchte, bei der Travia-Kirche abgegeben, beziehungsweise man lässt dann Travia-Geweihte holen, die dann selbstverständlich anrücken, und der Bericht kann einmal gegengeprüft werden. In der Zwischenzeit hat Torben Gerstenkorn eine Raya-Geweihte geholt, die dann von der nahen Wiese der Raya-Stuten herangetreten ist, hat dann die Pferde untersucht. Die Pferde selber sind wohl nicht dämonisch, nicht daimonoid, aber aus einer Zucht aus dem Norden, und das kann sie sogar relativ genau spezifizieren. Die Zucht stammt aus Pavi. Pavi sagt mir gar nichts, also als Pferdezuchtort ist mir das nicht bekannt. Nun, mir eigentlich auch nicht. Es gab dort allerdings vor ein paar Jahren mal, seitdem das Schwarze Eis sich dorthin verzogen hat, gibt es immer wieder Gerüchte, die von dort aus kommen. Ich habe mit meinen Brüdern und Schwestern von dort wenig Kontakt, weil, wie gesagt, das Schwarze Eis sie dort behindert. Aber aus Festum gibt es Gerüchte, die besagen, dass die Herren des Schwarzen Eises mit ihrem Splitter solche Pferde für die Jagd benutzt. Sie sind, wie gesagt, nicht dämonisch, nicht daimonoid, aber sie stammen definitiv von dort und werden dann weitergezüchtet. Schneller, ausdauernder. Das heißt, sie gedeihen unter dämonischen Einflüssen. Das ist nicht schön. Sie gedeihen zumindest dort, leben dort, sind an die Kälte angepasst. Ich weiß nicht genau, was man damit gemacht hat, aber sie weisen zumindest verschiedene Merkmale auf. Sie sind stark, wie unsere Rappen hier, ausdauernd und sogar schnell wie ein Schadif, wenn man so möchte, auch wenn sie nicht ganz so schlanke Körperbau aufweisen. Fast unheimlich, wie sie es hinbekommen haben. Wie gesagt, es liegt keine magische Kraft oder keine erzdämonische Kraft darin, aber solch eine Zucht findet man nicht unter gewöhnlichen Bedingungen, in den Balio oder in Festum. Dort sind die Pferde meistens kräftiger vom Körperbau, weil man sie vor allem für die Äcker benutzt. Diese sind aber Rennpferde. Trotz ihrer Masse. Das sind ja keine kleinen Pferde, das sind ja keine Shardis. Nein, nein, also. Das ist erstaunlich. Am ehesten würde ich sie vielleicht im Horasreich oder so erwarten. Die Kreuzung, die sie da vorangetrieben haben, ich bin mir nicht ganz sicher, wie sie es getan haben, aber diese Mischung gibt es in den 12 göttlichen Landen nicht. Das wollte ich euch nur ausrichten. Ich halte es für eine gute Idee, wenn wir vielleicht eine genauere Untersuchung noch durchführen, aber wenn sie zumindest in eurer Obhut bleiben, ob sich Verhaltensauffälligkeiten zeigen. Das ist eine sehr gute Idee. Wir werden auf der Weide einen kleinen Zaun noch ziehen und sie dann von den anderen Pferden separieren. Schauen wir mal, ob sie beißen oder, nun ja, wie sie sich mit den anderen Pferden verstehen. Ganz genau. Hab Dank. Sehr gerne. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Das habt ihr. Ja, Isarun würde sich jetzt mit ihrem Kollegen, dem Magister Gerstenkorn, gerne ein bisschen darüber beraten, was das für Gestalten sind, die eingetroffen sind. Ja, kannst dich dann, während die anderen in einem Separé warten, das ist natürlich dann von den Geräuschen abgeschirmt,
sodass die da nicht mithören können, setzt ihr euch in eine Schreibstube. Den ellenlangen Bericht hat Torben vor sich, hat sich seine Nickelbrille auf die Nase geschoben und schiebt die gerade wieder hoch. Sträubt, macht noch einmal den typischen Dreh durch sein Schnäuzbärtchen, was er da so ein bisschen horasisch trägt. Das sind alles in allem sehr schwerwiegende Beweise, Hinweise. Ich weiß nicht, wie ich das ignorieren kann. Definitiv beunruhigende Nachrichten. Ich habe Jalan Greifenmund in Gareth bereits kennengelernt. Dort hat er, wie ich das bereits einmal erwähnte, die anderen einfachen Bauern, das einfache Volk, von der Straße gedrängt mit seinem Pferd, hat sie alle schwer verletzt waren. Er ist definitiv ein Arschloch, wenn ich das so sagen darf. Mhm. Ich weiß nicht, was dort passiert ist in Yolgomak. Aber wenn ich mir das hier ansehe und die Zeugen... Der Bericht der Zwerge, der war schon sehr aufschlussreich, muss ich sagen. Einfache Gemüter, die, glaube ich, in ihrer Kultur gar nicht begriffen haben, wie man lügt, aber... Ja, er blättert nochmal zu der Seite, wo dann die Torgosch- und Igna-Aussage ist. Was haben Sie also getan? Sie sind über Kleinwaldstein nach Süden geritten. Laut diesem Bericht sollten Sie Udalbert von Wertlingen mitbringen, auf den Geheiß von Ludalf. Genau, seines Sohnes. Dieser hat sich dort als Verräter ausgegeben und wollte seinen Sohn in die Falle locken, oder was hat er dort getan? Das wurde mir berichtet. Sein Jedenfalls Sohn scheint Udalbert von Wertlingen nach wie vor ein Verräter zu sein. Dafür haben sie jetzt die dreimal verfluchte Lutisana von Perikum mit und den Lakai, diesen Kratosch. Ja. Die Rondrianer werden darüber nicht erfreut sein. Ich glaube, wenn die Rondrianer außerhalb der Stadt etwas davon mitbekommen, dann würden sie nicht nur Lutisana richten, sondern nach diesem Bericht auch Yalan. Vielleicht sogar Iolaos. Die Pferde sind nicht magisch, das konnte ich auch noch einmal mir ansehen. Auch die Hand von Yalan ist es nicht. Sie wurde magisch verändert, aber sie selbst ist nicht magisch, es ist kein dämonisches Mal. Was ich allerdings interessant fand, ist die Geschichte, wie es zu diesem Mal kam. Aus dem Bericht hier geht hervor, dass es sich um eins der dämonischen Schwerter gehandelt haben soll. Eins der drei. Zumindest ist die Geschichte dahin wahr. Zumindest habe ich gehört, dass in die Feste eingerochen worden ist und das Schwert wurde wohl geraubt. Was damit danach geschah, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wo es abgeblieben ist. Dieser Geschichte sollten wir auf jeden Fall auf den Grund gehen. Wir können es nicht zulassen, dass ein so gefährliches Artefakt bei irgendwie Hinz und Kunz rumbleibt. Und Greifenmund war Archenkapitän. Was ist mit der Arche geschehen? Erschreckend. Ich denke, dieser Ömer wird dazu mehr sagen können. Der schien mir sehr gesprächig. Was ist mit diesem Punkt? Er kann sehen, er trägt eine Augenklappe. Hast du mir davon erzählt? Wer hatte das ausgesagt? Ich. Dieser Rabe mir. Ja. Der scheint auch ein bisschen mehr zu wissen, als er vorgibt. Dieser Bericht. Ich unterstelle ihm keine. Ja, es ist sehr merkwürdig. Er liest sich sehr passiv, möchte ich sagen. Als ob er die Lüge geschickt umgeht. Es gibt auf jeden Fall noch etwas, was er nicht herausrückt. Ich denke nicht, dass er direkt gelogen hat. Ich werde mir gleich mal zusammen mit den Bandstrahlern das zweite Auge von Greifenmund ansehen. Ich habe tatsächlich, schusselig wie ich bin, nicht daran gedacht, die Augenklappe zu entfernen. Weiß Gott, wir haben hier viele Veteranen mit abgetrennten Armen, Beinen, Prothesen und auch fehlenden Augen oder Ohren. Ich wurde so abgelenkt von dieser schwarzen Hand, dass ich das Auge komplett vergessen habe. Ja,
Fehlendes Auge, das kann eine gewöhnliche Kampfverletzung sein, aber so eine schwarze, golddurchwirkte Hand, wann sieht man sowas schon mal? Außer in Lehrbüchern aus und vergangenen Berichten. Und sie laufen hier einfach auf die Stadt zu und hoffen, dass wir ihnen Einlass gewähren. Nehmen wir mal an, dass sie Böses im Schild haben. Gut, das macht nun wirklich keinen Sinn. Aber warum sollte ein bewusster Paktierer in diese Stadt einreiten? Sie werden doch sicherlich wissen, was sie erwartet. Nun, ein bewusster Paktierer könnte einen Plan haben. Wer weiß, was dieser Stab alles bewirken kann? Wer weiß, was da vielleicht noch an Artefakten warten? Die Bahnstrahler haben uns ja noch nicht vollständig berichtet. Vielleicht haben sie irgendetwas dabei. Sie faseln auch die ganze Zeit irgendwas von der KGIA und haben einen Horasier, einen Zyklopäer, einen Zwergen mit dabei, einen Kuntioma. Das macht nun überhaupt keinen Sinn, dass man so eine wilde Truppe rekrutiert. Das ist wohl wahr. Und dann so weit entfernt durchschickt. Ich meine, diese Gruppe ist auffällig. Alleine die zwei Zwerge. Ja, kein Legitimationsschreiben, kein Zeichen. Also gut, dann schauen wir, ob es sich bewahrheitet und Yalan greifen und etwas unter seinem Auge trägt, dass er nach Schnattermoor will. Eigentlich müsste er wissen, dass Schnattermoor vor 3 Jahren gefallen ist, restlos ausgelöscht wurde. Tja, wenn er diese Zeit als Dämonenarchenkapitän sonst wo verbracht hat. Wir werden sehen. Und so könnt ihr erkennen, wie sich die Tür öffnet und die beiden Pfeile des Lichts in Begleitung von 5 Bandstrahlern die Tür öffnen. Prüfender Blick von allen, die jetzt vor euch stehen. Und dann könnt ihr schwere Schritte auf dem Flur hinter euch hören. Ein Obrist, definitiv an den Litzen zu erkennen, für den Kriegskundigen als Oberst, kommt auf euch zu, ein Oberst der Bandstrahler. Tritt dabei, die anderen Bandstrahler machen Platz, ohne dass es eine Erklärung bedarf. Und die anderen können erkennen, wie Drego von Angenbruch in der Verkleidung eines Bandstrahlers in den Raum kommt. Erhebe mich und salutiere. Also gut, dies ist ein Fall für die Bandstrahler. Ich verlange, dass die Pfeile des Lichts diesen abgeben. Ausgezeichnet. Ich werde mir ihre Berichte zu Herzen nehmen und prüfen. Das wäre dann alles. Sie dürfen wegtreten. Man sieht so ein Grinsen auf irgendwas Gesicht, was, wenn er nicht, wenn er keine Ohren hätte, würde er im Kreis grinsen. Versuche mich dann unbedeckt zu halten. Selbstbeherrschungsprobe. Das kann ich. Wenn ihr Nachteile habt, dann ist sie erschwert. Irgendwie, weiß ich nicht, Neugier macht nicht so viel Sinn. Vielleicht Arroganz, um der fiesen Magierin noch eins auszuwischen. Ganze oder halbe? Die ganze Arroganz. Vor dann allem hast du... Nee, du hast sowieso gekrittet. Hau rein. Nun, Magister, es war ein sehr aufhebendes Gespräch, aber ich fürchte, die Sache ist jetzt aus euren Händen. Die Herren Bandstrahler, ich fürchte, ich muss dabei bleiben, denn ein Mitglied der Weißen Gilde ist unter dieser Truppe. Versteht sich, nur zur Beobachtung. Selbstverständlich wird der Magier nach dem Gildengericht verurteilt und der Weißen Gilde übergeben. Vertretet ihr die Weiße Gilde? Ich glaube nicht. In diesem Falle ja. In diesem Falle nicht, nein. Ihr seid lediglich abgestellt worden. Ihr seid Mitglied der Weißen Gilde, aber ihr sitzt nicht im Gerichtssaal. Nun, wir haben hier keinen Gerichtssaal. Trotzdem muss ich darauf bestehen, dass ich zugegen sein werde. Du merkst, wie er deutlich unzufrieden ist, aber rechtskundig wie du bist, weißt du, dass das Recht natürlich auf deiner Seite ist und die Bandstrahler dürfen ihn selber nicht verhören. Er muss laut den Praios gefälligen Gesetzen übergeben werden, der Weißen Gilde. Also gut. Dennoch ist dieser Fall hier für euch zu Ende. Lediglich für Magister Mario Abelmirja Morenes werdet ihr anwesend sein. Korrekt. Da Iolaus Rhaenysios Phrykos nicht der Weißen Gilde angehört, wird er von der Grauen Gilde gerichtet. Doch, das ist korrekt. Gut.
Dann übergebt mir bitte sämtliche Berichte, die ihr angefertigt habt. Unverzüglich. Selbstverständlich. Isarun überreicht ihm die Berichte. Ja. Drego von Angenbruch in der Verkleidung eines Obristen wird mit den 5 Bannstrahlern und sämtlichen Angeklagten, also den Helden, minus... Und die Ausrüstung? Ja, die Ausrüstung wird beschlagnahmt, also von den Bannstrahlern eingesteckt und ohne, dass es eine Erklärung gibt, wird Drego von Angenbruch in Richtung der Kanzlei gehen, herzögliche Residenz, dem Gutshof von Bernfried Ehrenstein von Tobrien. Möchte Isarun mitkommen? Unbedingt, ja. Ja, hatte sie ja angekündigt. Gut. Kommt Lutisana mit? Von Lutisana keine Spur. Du hast gesehen, wie sie wohl anders weggeführt wurde. Das war wohl, während du da grob untersucht wurdest, hattest du noch gesehen, wie ihr ein Sack über den Kopf gestülpt wurde. Genauso wie dem Zwerg. Und dann wurde sie einmal weggebracht, aus seiner Sicht. Ihr werdet in die Kanzlei geführt. Und könnt da dann durch eine große Halle, durch einen Hof, ein Torhaus in den Kapitelsaal geleitet werden, durch einen weiteren Hof die Treppe hinauf in Richtung einer Sakristei. Weiter geht's in die Schreibstube. Dort vor einem Sandkasten könnt ihr eine große Karte von Tobrien erkennen, vor der mehrere Leute stehen. Unter anderem Lutisana von Pericum. Komplett entkleidet, nur noch ein Unterrock, der sie vor den Blicken schützt. Waffen, Rüstung wurden ihr abgenommen. Der Zwerg Kratosch ist nicht anwesend. Wohl aber andere Personen. Unter anderem Herzog Bernfried von Ehrenstein, der Jarlan selbstverständlich bekannt ist. Ein großer, kräftiger Mann, ungefähr 40 Jahre, mit rotblondem Haar, der mit einem schwermütigen Blick euch ansieht, die Augen ein bisschen zusammenkneift. Zu seiner Rechten der Kanzler Delo von Gernotsborn mit einem abgetrennten, abgeschlagenen Arm, nur noch eine Prothese, die ihn dort schützt. Die zweithöchste Person in Tobrien. Ich knie mich erstmal auf den Boden und warte darauf, angesprochen zu werden. Immer ist in der Verneigung und tut gar nichts außer dich zu verneigen. Ich würde mich ebenfalls verneigen und abwarten.